Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wieder das heute kommt drei Videos wieder. Denn gerade vor einer Stunde, Leute, ich bin im Stress. Vor einer Stunde neuer Trailer zu Way of the Hunter. Mal letztes Mal schon einen neuen Trailer gesehen, vor ein, zwei Wochen. Jetzt heute neuer Trailer Animals of the Pacific Northwest. Da werden wir wohl Tiere zu sehen kriegen. Geht zwei Minuten. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Wir gehen jetzt zusammen. Erste Mal rein und wir gucken uns ihn an, was bei Way of the Hunter sich getan hat im neuen Trailer. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kommt ja nächsten Monat schon raus, ne? Richtig? Oder August besser gesagt. Heute ist noch Juni. Aber gucken wir mal. Trailer. Let's go. THQ Nordic. Boah, Übersicht sieht schon geil aus, ne? Das ist keine Ingame-Grafik, oder? Gerendert mit den Bäumen, die sich so bewegen. Okay. Maultierhirsche, also anscheinend Anime Reveal Trailer. Hier am Hüpfen dieses typische. Hier die Fasane, die wir letztes Mal schon als Screenshot gesehen haben, tatsächlich. Das sind wir hier nochmal in Aktion. Ja. Sieht auch ein bisschen eckig aus, oder? Hier so der Kopf. Aber, ohne Witz, also ich finde die. Ist doch Ingame-Grafik, ne? Hat mich erst ein bisschen gewundert. Der Dachs! Als ob es einen Dachs gibt! Oha! Ohne Witz, den fühle ich richtig. Oder? Ein Dachs haben. Ich glaube, es gibt kein Jagdspiel, das mir gerade spontan einfällt, wo man einen Dachs jagen kann. Auch nicht die ganz alten. Cabellas vielleicht. Irgendein Cabellas-Teil. Kann das da ein Dachs gab. Aber der sieht auch sehr gut aus hier vom Fell her, ne? Guckt euch den mal an. Der sieht ja richtig, richtig gut aus. Oha, oha. Okay, Weißwedel, war klar. Auch schönes Fell, ne? Schönes Fell, wirklich. Animation auch top. Mit den Ohren haben wir ja schon letztes Mal gesehen. Fliehen jetzt hier wahrscheinlich Raubtier als nächstes vorgestellt, oder? Okay, da ist er. Der Schwarzbär, den haben wir ja auch schon gesehen in den anderen Trailern. Der war ja da auch schon vorhanden und wurde da schon gezeigt. Also bisher nur der. Bei Pitti haben wir auch schon gesehen. War auch schön, wie die am Fressen sind. Auch die Animation, die fraßt immer zu, wie die den Kopf bewegen, ne? Hier die Tageszeit nochmal, Abendstunden. Also grafisch schon geil, ey. Rotfuchs. Rotfuchs haben wir vorher noch nicht gesehen gehabt. Tatsächlich sehen wir jetzt hier zum ersten Mal. Der Wolf, den haben wir auch noch nicht gesehen gehabt, oder? Gut, es ist ein bisschen dunkel. Trailer-Qualität kackt da ein bisschen rein. Aber das sieht auch an YouTube, ehrlich gesagt, weil YouTube dann die Komprimierung noch richtig schlimm ist. Dekon-Schaf, auch am Start. Auch hier, wir sehen auch schon ein bisschen was von der Landschaft im Hintergrund. Hier dann diese Berglandschaft, finde ich auch ganz geil. Also ja, gut, Northwest Pacific ist Rockies, oder? So ungefähr. Würde ich sagen, machen Berge schon Sinn, ey. Aber auch hier schönes Fell, ne? Bergziegen auch am Start. Ja, die sehen ein bisschen strange aus, oder? Die haben ein bisschen strange ausgesehen. Warte mal. Vom Fell unten her. Hier ist der Ansatz ganz geil. Ja, hier der irgendwie komische Schatten hier, ne? Der Übergang hier ist ein bisschen komisch. Aber egal. Sieht trotzdem noch Bett aus. Dann haben wir hier Gänse tatsächlich auch. Okay. Was ist das denn? Eine Ente, oder? Lesser Scalp. Keine Ahnung, was das für eine Ente ist. Sieht aber entenmäßig aus. Ist nicht so ganz mäßig anscheinend. Also Enten, Gänse am Start. Hier Stockenten, oder? Ja, sieht vielleicht Stockenten aus auf jeden Fall. Elch haben wir. Boah, wie viele Tiere gibt es denn hier? Wir sind gleich durch im Trailer. Aber das ist dieser Classical. Der sieht immer so ein bisschen kleiner aus. Und dieser Classical, ich weiß nicht, nicht diese. Welche sind immer die kleinen Elche? Die Alaska-Elche oder die skandinavischen, Alter? Ich weiß es nicht. Aber eine von, oder es gibt so Unterarten, die haben immer spezifischen kleineres Geweih. Way of the Hunter, da sehen wir es nochmal. Pre-Order Now, natürlich immer noch als Pre-Order verfügbar. Available 16. August. Aber, also Tiere ja schon mal richtig geil dabei, oder? Richtig geil dabei. Mit der Gruppe am Anfang nur die eine Map geben, haben sie ja gesagt. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht mitgezählt. Aber das waren wahrscheinlich alle Tiere, die es dann geben wird. Der Dachs, der ist natürlich richtig nice. Also da muss ich sagen, den fühle ich richtig, weil der ist halt was Neues gegenüber den anderen Jagdspielen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das so alles verhält. Vom Gameplay haben wir immer noch nicht viel gesehen. Bin gespannt, wann da die ersten Aufnahmen zu sehen sein werden. Schwarz wäre gut, ja, gut, Wapiti und so. Aber die haben echt auch gute Animationen. Gerade so die Hirscharten, also die Weißwedel, auch hier die Wapitis, wenn hier den Kopf hier fressen. Good Animation auf jeden Fall, ja. Bin gespannt, ich habe sie mitgezählt. Müssen wir nochmal durchskippen. Wie viele andere gab? Maultierhirsch, Fasan, Dachs, Weißwedel, Bär, Elch, also Moose, Red Fox,
Wolf, Dickhornschaf, Bergziege, Gans, Ente, Elch. Und das waren, ich habe es 13 gezählt, wenn ich jetzt keinen überskippt habe. 13 wahrscheinlich. Ich zähle gleich nochmal genau nach. Aber ja, geil. Ich bin gespannt auf weitere Dinge, aber das wollte ich zumindest schnell mit euch teilen, denn neuer Trailer ist da. Animals vs. Wonder Vets. Ich verlinke euch da unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch nochmal angucken. Und bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Tiere findet und welches von euch für der Favorit ist. Für mich auf jeden Fall ganz klar der Dachs vorne, auch wenn das der kleinste wahrscheinlich ist im ganzen Spiel, aber fühle ich auf jeden Fall Dachsjagd. Und ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Okay. Leute, 16 Uhr geht's weiter. Ah ne, guck mal, 16 Uhr ist schon durch, ne? Ist schon durch, das Video kam schon. Dann kommt das hier wahrscheinlich um 17 Uhr. Also guckt alle anderen Videos, die heute auch kamen. Neuer zweiter Great One in Call of Wild plus Enten-Setup kam 16 Uhr. 17 Uhr kommt das Video wahrscheinlich und 17 Uhr startet auch der Stream. Alter, ich bin im Stress, ich muss noch essen. Mein Essen ist gerade auf dem Ofen. Leute, bin im Stress, aber geile News. ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es gefallen hat. Daumen hoch, abonnieren vergessen. Schreibt einen Kommentar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.